So, was habe ich da gehört? Thema Unfruchtbarkeit zum Beispiel, hattest du Sandra nicht gesagt. Warum nicht? Also warte mal, ich bin ja fruchtbar, ne? Richtig. So, also das heißt ja nicht, dass ich nicht fruchtbar bin. Richtig? Ich will ja auch Kinder, wie du weißt, ne? Weiß ich. Aber das ist einfach so eine Sache, das habe ich einfach damals machen lassen, aus dem Grund, ja, weil ich mich dann einfach sicherer und einfach besser gefühlt habe und einfach, ich einfach, ja, keine Ahnung. Ja, aber das verstehe ich. Ich habe das einfach machen lassen für mich, weil ich das halt einfach... Ja, wir hatten ja das Thema mit deiner Ex damals. Wieso sagst du es dann nicht dazu? Ich wusste doch, dass sie dir ein Kind unterjubeln wollte. Wieso sagst du dann nicht? Ja, aus dem Grund habe ich das gemacht. Das war vielleicht jetzt der falsche Ansatz. Und da denke ich vielleicht auch falsch, aber ich habe das einfach für mich gebraucht, weil ich nochmal irgendeine finden sollte, die ich wirklich liebe so, und die kommt irgendwann zu mir und sagt, sie ist schwanger. Dann weiß ich für mich so, dass sie Scheiße gebaut hat. So was hat das auch klingt. Teufel. Das ist ja nicht auf dich bezogen, so, sondern das habe ich ja nur für mich zum Selbstschutz damals gemacht. Das ist ja jetzt auch schon länger her. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, du sagst, es ist dir unangenehm, über das Thema überhaupt zu sprechen, aber Sandra steht dir doch eigentlich näher als all die Verführerinnen in der Villa. Und dort hast du es gesagt, bei Sandra. Tag 2 oder so. Ja, ich weiß nicht, warum ich das da gesagt habe. Ich weiß nicht. Wirklich, ich war mit meinen Gedanken, mir ging es psychisch so schlechter drin, das wirst du auch sehen. Also mir ging es wirklich so. Ich kann halt nicht verstehen, wie du sagen kannst, so, dass du das toll fandest. Das verstehe ich nicht. Weil da musst du ja irgendwas richtig gemacht haben, was ich falsch gemacht habe. Weil mir ging es so scheiße jeden Tag. Ich hatte kein bisschen Spaß. Ich hatte mir nichts vorzuwerfen. Und ich wusste ja, was ich für dich fühle. Und ich habe mich ja mit dem Gedanken, weil, weißt du, wenn du einen Tag vor mir noch sagst, ey Schatz, entweder ich vermisse dich da drin oder ich will danach Single sein, denkst du nicht, dass ich dann mit den Gedanken da reingehe, okay, wahrscheinlich liebt er mich danach. Ja, deswegen ging es mir ja so schlecht die ganze Zeit, weil ich ja die ganze Zeit so dachte mir so, weil ich dir das gesagt habe, so, dass du danach weg bist. Sandra, es gab ja einige Punkte, wo du gesagt hast, Giuliano kritisiert dich da extrem. Was sind das für Punkte? Ja, das sind so Thema Sport, Zielstrebigkeit, Motivation, Selbstbewusstsein, Komplimente, so diese ganzen Sachen. Ist es denn wirklich so, dass Giuliano dein Selbstbewusstsein eher geschmälert hat? Ja, er hat es echt geschmälert, musst du sagen. Das weißt du auch. Ja, Schatz, also wirklich, da muss ich auch noch mal anschauen. Sonne, gib mir mal beide deine Hände. Ich bin halt nicht so, habe nicht so viel Empathie oder wie man das nennt. Und ich wollte mich halt echt wirklich dafür entschuldigen, so, dass ich halt diese Kleinigkeiten, so diese kleinen Sachen, so, dass ich die 0,0 geschätzt habe. Ja, die man halt einfach zu schätzen wissen muss und die eine Beziehung ausmachen. Und da wollte ich mich wirklich nochmal bei dir entschuldigen. Das wird oft, dass ich das in Zukunft auf jeden Fall auch bessern werde und das viel, viel, viel mehr zu schätzen weiß. Ich bin auch übelst aufgeregt. Ich liebe dich zu sagen, so, vielleicht kriege ich es auch gar nicht raus, wenn ich dann vor ihr stehe. Ich möchte einfach nur sagen, dass ich liebe dich wirklich. Ich liebe dich auch. Wirklich, zu 100.000%. Du bist süß. Wunderbar, das waren noch schöne abschließende Worte. Ich bin wirklich glücklich über euer Happy End. Und ihr zwei habt auf jeden Fall den Beziehungstest bestanden. Und damit ist Temptation Island VIP für euch jetzt vorbei. Dankeschön. Danke euch beiden. Können wir gehen? Ihr dürft sowas okay. Von gehen. Ciao. Ja, bin Ciao ich raus. Ohne Scheiß, Alter. Ich bin einfach froh, dass ich meine Frau wieder habe. Ich bin froh, dass ich jetzt endlich weiß, was ich für sie empfinde. Obwohl ich nicht verstehen kann, was ich davor nicht wusste, wenn ich sie so anschaue, dass ich das nicht empfunden habe. Ich habe mich voll gefreut, er kam ja auch fast um mich zugerannt. Und ja, ich freue mich, dass ich meinen Paloma wieder habe. Aus Temptation Island nehme ich auf jeden Fall mit, dass ich sehr, sehr, sehr viel an mir ändern muss. Und ich lasse lieber jetzt die restlichen Worte sprechen. Deswegen gib mir einen Kuss. Ham. Temptation Island VIP ist definitiv nichts für schwache Nerven. Aber halten die Beziehungen das aus? Die Antworten bekommt ihr hier bei den neuen Folgen auf RTL Plus.
Hier gibt es weitere Einblicke und ganz wichtig, vergesst nicht, uns zu abonnieren, und zwar hier.